Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute haben wir die Ladeluftverrohrung. Es gibt da einen coolen Hersteller, der die bereits schon anbietet in Edelstahl. Sie liegt gerade da hinter mir, oder vor mir, für euch hinten. Ja. Der Hersteller verspricht 10 bis 15 PS mehr von dieser Ladeluftverrohrung. Ich bin gespannt, ob sie das einhalten können oder nicht. Wir bauen es jetzt auf jeden Fall mal ein, zeigen euch auch, wie man es einbaut. Es haben ein paar Leute gefragt und gesagt, ich soll doch gerne da noch zeigen. Wir zeigen euch auf jeden Fall jetzt auch, wie man es einbaut. Jetzt zeige ich euch noch schnell das Kit, was alles dabei ist, was alles da dazu kommt. Ja, bin gespannt, ob es wirklich etwas bringt. Wir werden zum Schluss auch wirklich auf dem Prüfstand wieder überprüfen, ob es wirklich Leistung bringt oder nicht. Und dann sehen wir es. Und das ist eigentlich schon das ganze Kit. Also das umfasst die Schellen da plus die Reduktionen, die dann so drauf kommen. Da. Genau. Die beiden Ladeluftrohre, die echt sehen schön aus. Die Schweissnähte sind teilweise ein bisschen nicht ganz so schön, aber solange es dicht ist, wichtig da, das sind sogenannte Humps, die sind auch dazu da, dass die Schläuche oder die Schlauchschellen nicht abrutschen. Die hat es an allen vier Ecken dran. Genau. Wenn wir innen schauen, auch innen dran sieht man, wie es verschweißt ist. Ja, ist glaube ich okay. Vielleicht einmal noch schnell rausputzen, bevor man es dann effektiv einbaut, weil es sind doch einigermaßen dreckig. Innen dran. Genau. Ich werde es noch schwarz lackieren, einfach dass man es nicht gerade auf den ersten Moment sieht. Einbau werden wir jetzt dann, also wird am anderen Tag stattfinden, nicht heute. Aber für euch ist es jetzt. Jetzt einfach schwarz matt lackiert. Ja, nichts Spezielles, einfach kurz ein bisschen angeschliffen, geputzt und schwarz matt lackiert, fällt nicht ganz so auf. Und jetzt bauen wir die Ladeluftverrohrung aus. Für da muss man als erstes da unten die Motorabdeckung wegnehmen. Und was wir sonst alles müssen lösen und wegnehmen, sehen wir. Ihr seid einfach dabei. Ich habe die Kamera laufen und dann sehen wir, was wir alles müssen auseinandernehmen und wie lange das wir haben. Jetzt haben wir 10:30 und mal schauen, wie lange wir haben. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen, wie kompliziert das ist. Auch vielleicht, wenn wir es selber machen wollen. Oder ob man den Lift braucht. Ja, bleibt dran. Viel Spaß. Und das ist jetzt der ganze Zauber von unten. Was wir werden ersetzen, ist der Teil hier, der hier hinten geht. Und dann hier rauf. Sieht man es überhaupt? Nein, man sieht es nicht einmal. Ja, so halb sieht man es vielleicht. Nein, man sieht es nicht. Ja, also es ist wirklich gut versteckt, das eine. Das andere geht relativ ring. Da kommt einfach da raus, ein Stehteil, der dann da rauf geht. Und dort oben rein ist bis dort rauf. Bis dort rauf, was alles ersetzt wird. Ich glaube, da sollte man einigermaßen gut dazu herkommen. So, es ist drin, wir haben es verbaut, oder ich habe es verbaut. Ja, es ist 20:40, also ich habe jetzt 2 Stunden und 10 Minuten gebraucht. Also es ist nicht einfach so mal schnell eingebaut und es ist echt eklig. Man sieht auch, meine Hände haben ein bisschen gelitten, überall. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass halt Toyota den ganzen Motor so eng verpackt hat. Ja. Es ist drin und es ist verbaut. Zwei Sachen, die ich anmerken möchte, für alle, die das auch noch machen wollen. Erstens,
Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Bei mir war es echt knapp. Also es war echt eng. Und teilweise zu eng, es hat nicht gepasst. Beim Turbo-Anschluss, dort hat einfach der Winkel zum Anschluss nicht gepasst. Das war irgendwie so. Ich blende jetzt noch schnell das Foto. Und der andere Anschluss vorne dran, wo ich gedacht habe, ja, da ist schnell gemacht, das ist ja nur so ein Rohr mit Ding. Ich musste 2 cm abschneiden, dass es überhaupt gepasst hat. Ich blende euch jetzt gerade auch noch schnell ein Foto ein. Das war wirklich einfach so dran schon. Es ist viel zu eng. Es hat nicht gepasst. Es war einfach zu lang. Das Rohr war 2 cm zu lang. Jetzt passt es mit dem weg. 2 cm abgeschnitten. Jetzt passt es. Genau. Ich habe es selbstverständlich auch gewogen. Macht man so. Zwei, drei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Es ist 1 Kilo schwerer wie original, also 2,6 zu 1,6. Das ist jetzt nicht tragisch. Wenn man das Ganze anstatt aus Stahl, wir sind wirklich Stahlrohr, würde aus Alu bauen, dann wäre es noch viel leichter, weil das Originale wiegt einfach wirklich nichts. Das zweite ist der Durchmesser. Moment. Von den Originalen sieht man hier, also es ist relativ schmal, also relativ dünne Röhrchen. Auch hier, der ist relativ dünn, das sind relativ kleine Rohre. Ich habe es gemessen, es sind, die Originalen sind 38, 39 mm und die neuen sind 47 mm Durchmesser. Das tönt nicht nach viel mehr, es sind ja einfach 8 mm Durchmesser mehr. Effektiv bedeutet das, du hast 20% grösseren Durchmesser. Auch das ist jetzt nicht extrem viel, aber wenn man dann das Volumen berechnet, sind es 12 Quadratzentimeter oder die Fläche vom Rohr, sind es 12 Quadratzentimeter vom Originalen zu 17 vom Neuen. Also man hat fast 50% mehr Fläche und das ist dann schon relativ viel, vor allem bei Ladeluftrohr. Ob es etwas nützt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es nützt wenigstens etwas, weil der Einbau ist echt. Das ist wirklich. Zum Einbauen. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, wenn ihr selber einbauen wollt, auf was ihr so achten müsst. Fangen wir oben an. Hier seht ihr gerade schon das Rohr und hier, der Punkt. Hier habe ich müssen abschneiden, weil es halt einfach zu lang war. Aber passen tut sie jetzt eigentlich relativ schön. Ich habe die ganze Rohre noch einfach schwarz lackiert. Es fällt einfach ein bisschen weniger auf und mir gefällt es eigentlich auch noch so. Zum Montieren, was ich zuerst schon mache, oben und auch unten zuerst unbedingt machen die Schlauchverbinder, also die Schellen an, also die Gummiverbinder, die Reduzierstück, machen unbedingt zuerst die von oben und unten an und erst dann das Rohr einfahren. Sonst bringt ihr das Rohr im Leben nicht hin. Und hebt das Rohr vielleicht zuerst einmal an und schaut, ob es überhaupt passt. Weil das Foto, das wir vorher gesehen haben, es ist bei mir brutal eng gewesen, also es ist gar nicht gegangen. Und wenn es gerade so knapp reinpasst, dann passt es mit dem Gummi natürlich nie. Und so ist dann das Ganze noch von unten. Auch hier einfach unbedingt machen zuerst hier den Verbinder an und auch den Oberverbinder. Dann bringen das irgendwie an, dass es nachher reinpasst. Wichtig, der Halter hier, der hat eben bei mir gar nicht gepasst. Und darum habe ich oben müssen kürzen und dann hat es nachher gepasst. Unten, auch hier unbedingt zuerst hier den Gummihalter anmachen. Da, ihr seht, es hat ein bisschen gelitten. Die schöne Farbe. Und nachher sehen wir es hier oben. Dort, wo es an den Turbo geht, also hier. Unbedingt zuerst den machen, bevor ihr es dann anpassen könnt. Nachher wird es dann auch hier von hier geschoben. Diese Abdeckung hier muss man wegnehmen, sonst kommt man dort wirklich einfach nicht rein. Aber sonst passt es jetzt relativ gut. Ich gehe davon aus, dass ihr hebt, weil da das dort befestigt ist, kann sich da überhaupt nicht bewegen. Und solange es dicht ist, passt das. So viel zum Einbau. Die das selber machen wollen, ich würde unbedingt empfehlen, machen es auf einem Lift. Die es am Boden machen, großer Respekt, wenn ihr das anbringt.
Auf dem Leaf geht es sicher viel, viel ringer, weil wir laden das Auto ab und so mal auf und ab. Ja, das war eigentlich von diesem Video. Wir stellen das Auto dann mal noch auf den Prüfstand mit dem. Und dann schauen wir, ob es dort auch wieder etwas Leistung gegeben hat oder nicht. Und sehen uns dann wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Danke vielmals fürs Schauen. Ciao zusammen.